Kann man auch nicht immer abbauen. Nee, nö. Können wir Ihnen helfen? Wollen Sie gleich dranfahren? Na, Kopfschmerzen, Digga. Nee. Ey, Jungs, könnt ihr bitte nicht mitten auf der Straße stehen? Fahr weiter, nerv nicht. Nerv nicht. Das heißt, du darfst nie so fahren, dass die auf ihre Endgeschwindigkeit kommen. Ach, das war dumm. Oh Gott. Oh Gott. Und die sind noch dümmer. Oh Gott, sind die dumm. Oh mein Gott, sind die dumm. Oh mein Gott. Alter, oh mein Gott, hast du ein Glück, du Stück Müll. Du mülliges Stück Müll, Alter. Wie viel? Danke. Ja, dann schreib uns auf. Da hinten hat T-Shirt Kickerwehr. Ja, okay, ich melde mich nachher. Ja, ich bin sowieso nachher da, ne? Wegen ja, perfekt. Hau rein. Ich auch. Ja, bis später. Ciao, ciao. Oh, geil. Das ist sogar Nichols. Hier, bitteschön. Jetzt musst du aber auch alles geben. In ungefähr 30 Sekunden wird der Song so nice. Job hast du nicht verdient. Ja, Digga, ja, was? Ich hab gedacht, du bist... Digga, ich hab nicht verstanden, was du da sagst. Ich verstehe kein Wort. Kids, ein paar Mal, was weiß ich, ja... Jetzt! Kops. Hä? Ich bin frei! Ich kann auch nicht immer abbauen, nee! Nö. Hier, bleib stehen. Ja, rede mit ihm, er ist alleine. Mach ich dran. Mach mal mit. Bist du alleine? Vielleicht. Oh. Wenn du alleine bist, dann bleiben wir stehen, du weißt, weil das ist voll asozial. Das wäre richtig asozial. Vor allem mit der Karre. Vor allem mit der Karre. Warum musst du das fahren? Hast du eine Wette verloren? Nee, das ist noch der aktuelle Dienstwagen. Na ja, da tut's mir echt leid. Mhm. Ja, Bro, du hältst uns irgendwie auf, habe ich das Gefühl. Hört euch auf? Nee, die andere Einheit, die ist 1000 Meilen weg. Gerade warum ich derzeit nicht angefahren bin. Oh Mann. So. Ja, das tut vielleicht mir könnte man auch vielleicht warten. Toni, was ist denn da drin passiert? Erzähl ihm das doch mal. Ja, was ist denn da drin passiert? Also, du kannst gerne mal einen Lackner oder so auffragen. Ich habe Bewerbungsmarken und ich will mich ganz halt bewerben in so einem Laden, weißt du? Und die haben aber immer Probleme mit mir. Ich weiß auch nicht warum. Aber teilweise klappt's. Da haben sie so von 100% Gespräch, so 80% gehen sie darauf ein. Mhm. Die anderen 20% werden sie dann irgendwie aggressiv und so. Dann streiten wir uns immer, dann drücken die immer den Knopf, die Wichser. Ist ja mies. Ja. So eine Bewerbungsmappe für mich, vielleicht kriegst du eine Bewerbung. Echt? Kann sein. Warte, dann gebe ich dir hier meinen rüber. Warte, Handschuhe. Hier. Nimm die doch! Ja, doch! Kannst du das nehmen, wenn du es schon anbietest? Man muss. Alles gut bei euch? Ja. Okay. Einfach weiterfahren. Fahr weiter. Wenn du cool bist, gibst du die einfach an einem anderen Likör oder 24-7-Laden ab. Ich soll mich anrufen, ja. Nummer und alles steht drin, Lebenslauf, alles drum und dran. Mhm. Ja, nimm sie doch! Wenn ja, er jetzt reingeht und fragt. Hm? Nee, nichts. Dann nehmen wir die doch rüber. Ja, hier. Ja, wo? Egal. gut. Ich mach's einfach selber, ich glaube, das ist besser, wenn ich mich da persönlich selber vorstelle. Kannst du dir auch selber vorstellen. Okay, dann fahren wir jetzt weiter einfach. Ja, wir versuchen es mal beim nächsten. Ja, wir sehen uns. Jetzt kommt von links. Okay, jetzt kannst du rauskommen. Die waren da auch, Digga.
Kurz so, Denn. Irgendwie haben die keine Chance gegen Revolter, kann das sein? Das hoffe ich immer halt schnell. Ein, das war halt einfach ein Wagen. Warten wir auf ihm, gib ihm mal eine kleine Chance. Warte mal, guck mal bitte rein, wie viele das sind, weil wenn da nur zwei oder so, dann renne ich einfach weg, Digga. Das zwei? Warte mal. Können wir was Geiles machen? Können wir ihnen helfen? Frag mal einer von euch laut. Können wir ihnen helfen? Hallo? Können wir ihnen helfen? Wollen sie gleich dran fahren? Nee, halt auf. Wie bitte? Wollen sie rechts ran fahren? Nein. Boah, ist das gemein. Haltet jetzt einfach an! Hey, sag mal, das ist ein Auto von meinem Opa, ey, wenn es kaputt geht. Jetzt kommt er mit seinen Freunden, Assi. Digga, ich raff nicht, wie du so gut fahren kannst, Bro. Sorry, aber gegen das sieht Lux aus wie ein kleines Schulkind. Ja, als ob. Digga, du bist durchgehend halt auf Digga, mega Abstand mit ihm, Bro. Du bist die schon wieder los. Okay, nee, der ist hartnäckig. Ja, ich mach ja grad. Ne? Ich bleibe auf gerader Strecke, dass er mich mal sieht. Warte, fahren wir hier rechts? Oh. Ach, scheiße. Irgendwo aussteigen. Mach mal was ganz anderes. Das haben sie geschnallt, ja. Boah! Ja genau, Krankenwagen, komm mit! Stimmt, motivierter dabei. Ich schneide mich safe an. Oh, jetzt hast du Drifter. Geil! Oh, das ist bestimmt Matthewsen. Überfragen? Nein, hau ab, so lange du kannst. Können die theoretisch, warte. Weil der hat doch mal voll gegeiert, damit er ein Auto kaufen kann für seine Frau. Wenn er das ist, Bro, wenn. Nee, es fährt dir. Oh, Kopfschmerzen, Digga, nee. Kopfschmerzen. The driver have big problems with his head. Ich hab Kopfschmerzen. Ehrenmänner. Ey Jungs, könnt ihr bitte nicht mitten auf der Straße stehen? Bumper weiter, nerv nicht! Nerv nicht! Was da ist, fährst du eine Gummikarre? Nerv nicht! Oh! Ehrenmann, guck mal was hier. Hast du gesehen? Ja, die fahren jetzt voll den hinterher. Haha, wie er den einfach so. Er hat da weggerammt. Ey, geil. Ui. Die wollen sind vor uns, fahr mal vor die. Wir können auch leider nicht, weil. Wir können auch leider nicht, ne? Ja, ja, go. Ja, wenn sie sind, dann fahren sie los. Warum bist du denn jetzt überhaupt stehen geblieben, die, Alter? Ach, Digga. Ich wollte dir nur eine Chance geben. Wäre eben weird gewesen, mit dir zu telefonieren, weil wir da gerade in einer komischen Situation waren. Sind die Bullen noch bei euch? Ja, einer ist losgefahren. Nee, ein Buffalo und Raffer sind hier. Hinter euch? Oder steht ihr irgendwo? Hallo? Jetzt fahren die. Jetzt fahren die und Willi hat die beleidigt. Was denn? Ja, okay, dann sind die wieder hinter uns.
Ja, die sind jetzt gerade von Kickerware losgefahren. Die fahren jetzt, die anderen Bullen fahren jetzt gerade bei Kickerware los und kommen uns gleich hier entgegen. Ja, nee, das passt schon so, das passt schon so. Wir hier, Dad. Ja, ja. Danke dir trotzdem, gell? Riffen, Buffalo. Sollen wir auch so wechseln und helfen? Nee, du kannst dem Dingenskirchen. Ich hab richtig Hass auf den Drifter. Ruf mal den Dingstypen an, er hat seine erste Chance für uns was zu zeigen. Der Ryan ist bei mir am Telefon. Ist Ryan bei dir am Telefon? Ja, ja. Ryan soll irgendwo am Parkplatz hinten zumachen. Dass er wird in den Knast gehen, aber das ist gut. Okay. Sag Ryan, er soll. Wo du? Du fährst ja gar nicht. Nee. Okay, warte, wir sind. Parkplatz, jetzt Stadtpark, da kann man am besten zumachen. Komm, Stadtpark? Parkplatz, Stadtpark, Willi, fahr da mal hin. Ja, komm mal am Stadtpark, wir fahren da so lange im Kreis. Gleich einer die Butze sag, wenn zu. Du da bist und dann machst du irgendwo eine Gasse zu. Digga, er soll sich beeilen, wo ist er denn? Beeil dich. Wir waren gerade hinter uns mit dem 6x6. Ah, ja, genau, dann soll er perfekt. Er soll zum Stadtpark. Nein, wir sind jetzt Stadtpark. Komm, Stadtpark, Digga. Da, diese kleine Lücke soll er zumachen, Mann. Ist doch voll easy. Also hinten beim Parkplatz fährst du jetzt einmal rüber, damit er das sieht, wo. Hinten beim Parkplatz fahren wir jetzt einmal drüber, dass du weißt, wo. Ja, der soll hier gleich irgendwo zumachen. Richtung Süden. Hier steht schon mal ein Revolver. Der macht Shortcalling hinter uns. Genau, und jetzt fährst du hier rechts. Ja, hier rechts. Jetzt zu spät, du weißt, wo ich meine. Pink Cage-Typ, genau. Der soll sich beweisen. Fahren da einmal drauf, dass du siehst. Pass auf, wo? Da kommen die. Welchen Parkplatz meint ihr, Digga? Ich meine, Digga, das den hinter dem Hotel da. Der hier unter der Brücke rechts. Rechts, nach der Brücke rechts. Ja, okay. Da unten der, weißt du, der. Ja, hier rechts bei der Brücke, hier rechts. Hier bei der Brücke rechts. Genau, und diese Gasse hier rechts sollen sie zumachen. Die Gasse macht ihr zu. Wo seid ihr? Weißt du, so eine Gasse rechts, bei dem Hotel. Ach, die rein das nicht, Digga. Du erklärst aber auch so schlecht, Tony, wirklich. Die Brücke, Digga, da, der Brücke. Genau, da ist doch so ein Parkplatz, hinter dem Hotel. Park, Digga, Alter, dem Gebäude. Alter. Digga, es sind so viele hinter uns, Jungs. Ja, nein, Digga, da fährt noch irgendwo ein Revolte rum, deswegen Digga. Achtet das nicht. Wir sind jetzt Richtung Southside wieder. Wo seid ihr gerade, Frank? Hinter Bennys. Hinter Bennys sind wir. Sollen wir die Gasse zumachen? Nee, dann ihr kommt in den Knast für Gasse zu machen, Bro. Ach so. Und Ryan muss eh umreisen. Scheiß dich drauf, das musst du ihm noch am Telefon nicht sagen, Tony, Digga. Ey, Digga, sag diesem Ryan, er soll sofort mich anrufen. Ryan ruft Frank an. Ist ja wie ein Baum, Alter. Ich hol dich sofort zurück, Jan. Tony, ruf du Jan an. Digga, da fährt noch ein Revolter rum. Digga, das ist doch egal. Hörst du mich? Hallo? Ja, Digga, was los? Pass auf, zwischen Army Nation und dem... Bro, weißt du, welchen Parkplatz wir meinen? Mittlerweile. Gegenüber von dem Amination meinst du? Bro. Du weißt doch, wo diese Brücke ist, die sich teilt, wo du links und rechts hoch kannst. Ja. Nach dieser Brücke rechts kannst du auf einen Parkplatz rauf. Ja, fahr mal rechts neu, ja. Du weißt, welchen Parkplatz ich meine. Und da ist eine Gasse, die kannst du zumachen. Das ist so eng, Digga, da kommen wir aber raus. Ja, ja. Ist das neben diesem Amination, diese Gasse? Bro. Digga, keine Ahnung. Neben dieser hässlichen Brücke, Alter. Ja, okay. Checkst ja, du wo? Halt, ne? Ja, Noah fährt halt, ne? Digga, Noah weiß wo, er hat das schon zugemacht! An der Brücke... Ey, sag Digga, Noah, wo er schon mal zugemacht hat, ob er behindert ja, ist, schon Digga. Schon mal zugemacht hast, Digga, Noah. Hier vorne bei der Brücke, diese ganz enge Gasse, den Parkplatz. Er weiß wo, Bro. Weiß wo. Er hat mit dem Pounder mal dazu gemacht. Ja, er weiß. Okay, jetzt, er hat die Lücke, die sind da. Du kannst jetzt dahin fahren, Digga. Ich hab Kopfschmerzen. Okay, aber ist ja egal. Noah ist da. Du musst so über den Parkplatz fahren, dass du am Ende auf den Stadtpark kommst. Checkst du? Also vom Parkplatz raus. Ja, genau. Hier rechts gleich wäre das, wo du rauskommst. Okay, also muss ich von der anderen Seite reinfahren. Ja, kannst du. Genau, jetzt hier rechts rein. Genau, aber er ist nicht hier. Die haben versucht zuzumachen, aber nicht hingekriegt. Er checkt's nicht, er ist nicht hier. Digga, ich fick seine Noah-Mutter, Alter, ich schwör's dir. Ja. Wo, Junge? Du weißt doch, wo ich meine, Alter. Ja, soll ich einen Bounder holen? Nein, mit diesem Auto, was du hast. Ja, okay. Das fällt gut. Bist du jetzt da? Ja. Er ist angeblich da, versuch's nochmal. Jetzt zum vierten Mal fahren wir da jetzt durch, Digga. Ich sehe, ob du da stehst oder nicht.
Nö, steht ein anderes Auto, du aber nicht. Ich stehe am Parkplatz hier. Ich weiß nicht, welchen Parkplatz du meinst, Bro. Ja, da, wo ich mit dem Bonnet zugemacht habe. Ja, da stehst du nicht, da steht nur ein Jugular. Ja, ich bin der Jugular. Ach, du bist in einem Jugular. Okay, er ist der Jugular, fahr nochmal lang. Er hat's schon versucht eben. Ja, ein Jugular wird nicht weit kommen, Bro. Ja, ich weiß, das ist Bullshit. Ich dachte, die sind im 6x6, Digga. Ja, das lohnt sich. Informationsfluss, Alter. Wie dumm die alle sind, Digga. Guck mal, was wir hinter uns haben, Junge. Jedes Dienstfahrzeug, was es in der Stadt gibt, Alter. Mich wundert, dass kein Heli in der Luft ist. Digga, du fährst zu lange gerade, das fickt dich. Guck mal, diese Wagen, die beiden, haben eine höhere Endgeschwindigkeit als du. Das heißt, du darfst nie so fahren, dass die auf ihre Endgeschwindigkeit kommen. Ach, das war dumm. Oh Gott. Oh Gott. Und die sind noch dümmer. Oh Gott, sind die dumm. Oh mein Gott, sind die dumm. Digga, oh mein Gott. Das ist, Alter, oh mein Gott, hast du ein Glück, du Stück Müll. Du mülliges Stück Müll, Alter. Wie viel Glück kann ein Mensch haben? Alter, Digga. Das, ey, Digga. Digga, wenn, du bist wieder HSV, Bruder. Die anderen haben es in der Hand, ob du schaffst, Digga. Nicht du selber. Ja, okay. Digga. Bro, Alter. Nur weil alle anderen dumm. Alter. Ach du Scheiße, Digga. Das ist ja nicht schlimm. Das schaffst du. Das ist nicht schlimm. Ja, aber Digga, was ist mit denen? Hast du die gerade berührt, alle beim Wegfahren? Ja, leicht halt, ne? Ja, okay. Musst halt, Digga, das Ding ist, du musst jetzt halt gucken, wenn die weiter dich rammen und übertreiben, kannst du halt nichts machen. Ja. Also ein, zwei leichte Crash schaffen wir noch, aber dann ist vorbei, Bruder. Ja, das sag ich dir als jemand, der sich nicht mit Autos auskennt, aber ich will mich nicht auf deren... Ja, ja. Deren... You know? Mhm. Ja. Der Pit war toppi-tippi, so macht man einen Pit. Bin ich voll bei dir. Pits finde ich voll in Ordnung, wenn man sich die ganze Zeit übertreibt jetzt, ne? Weil das Auto von denen ja auch darunter leidet. Aber genau sowas feiere ich, Digga. Pit. Die anderen haben auch nicht versucht, uns frontal zu rammen. Voll cool. Aber Bro, weißt du, wir wissen doch beide, warum du nicht wegkommst. Wir wissen doch beide. Aus dem Auto. Durch die Scheibe geflogen. Die Tür war schon offen. Ja, dann darf der Fahrer einmal aussteigen. Ja, grüezi. Lass mal rüber zu uns kommen. Ach, das trifft sich ja gut, dass wir direkt bei mir zu Hause sind. Ich geh mal ein Käffchen machen. Wenn jemand Obst will, einfach nehmen, ne? Wir haben das hier liegen, das ist kein Problem. Wir haben für Catering gesorgt. So, die Szene ist gut abgedreht, das war alles perfekt. Danke an das Stunt-Double nochmal. Das lief super, das ist im Kasten, wie es sein soll. Das habt ihr toll gemacht. Dia, wirklich, du bist eingestellt als Stuntfahrer. Das ist ja der Knaller, das ist ja der absolute Wahnsinn. Oh. Sorry. An der Stelle Cut. Jo. Okay. Boah, jetzt wieder endschwingen, ich hab gar keinen Bock, Alter. Sie sind auch alles Schauspieler, haben Sie natürlich Lizenzen dabei, dass Sie hier sein dürfen auf dem Gelände, oder? Frank, ich hab gerade gesehen, dass du ausgestiegen bist, du Penner. Ach, Sie sind auch ein Schauspieler? Natürlich. Das ist ja schön. Sie sind alle herzlich eingeladen fürs Catering hier drin. Wir haben hier Äpfel, wir haben hier Birnen, wir haben hier Bananen. Ja, nimm dir eine Banane. Wer hat denn die Banane so komisch in die Orange hingelegt? Das habe ich bereitgelegt, das sind die saubersten. Achso. Wenn du einen willst, einen Pfirsich haben wir auch.
Das war eine Szene, du alter Digga. Endlich haben wir die abgedreht. Seit Wochen. Ja, ihr könnt in den Outfits direkt bleiben. Wir drehen jetzt ein Polizeiporno. Das ist gar kein Problem, da gehen wir hinten rein. Solange Lackner hinhalten muss, bin ich dabei. Nee, hinhalten? Nee, da sind Weiberts. Achso. Da sind Weiberts, ja. Die Polizei fickt um die Welt, nennen wir den. Sagt das dein Bruder Kevin? Ich habe ein paar Argumente, wie man das nächste Mal besser machen könnte, irgendwie Einwände oder sowas. Was? Wir haben ja gerade einen Film, drehen wir ja. Vielleicht einen besseren Fahrer holen. Besseren Fahrer? Ja. Dein Bruder auch nicht gut? Wollt ihr vielleicht noch ein paar Hobby-Cops oder? Über den brauchen wir gar nicht reden, ne? Ja, deswegen seid ihr ja hier, oder nicht? Ich habe eben schon zu Lackner gesagt, dass wir auch ein Porno drehen wollen, irgendwie mit Polizisten noch. Oh, ich komm nicht hoch, ich bin zu fett. Die Polizei fickt sich um die Welt oder internationale Fickgeschichten. Was hat dein Bruder für eine Strafe bekommen? Entziehung und grober Verstoß. Wie lange geht man dafür in den Bau? Er ist direkt schlafen gegangen, er hatte eine Afternoon. Ah, okay. Andere konnte er zahlen. Wer war dein Bruder? Jean ist sein Bruder. Wie? Die kommen aus Leipzig. Leipzig. Brauchen einen Abschlepper.